Moin Moin ihr Lieben, ich will euch heute einen neuen Tabakkopf vorstellen und zwar den Sapphire 5.0 Vortex. Ich habe ja ganz lange gewartet, bis Sapphire mal einen Vortex-Kopf macht. Ihr kennt ihn alle, den Hersteller aus Deutschland für diese schönen Köpfe. Ich habe lange Zeit mit einer Powerbowl geraucht auch und die ist mir irgendwann auf den Boden gefallen. Die war dann leider futsch auf Steinboden, das ist immer ein bisschen heftig, auch für den guten Ton. Und bin ja ein richtiger Fan von der Vortex von Shisha King. Deswegen eine kleine Herausforderung von Sapphire, die neue Vortex. Wollte ich natürlich auch mal testen. Vielen Dank an Richard in diesem Sinne. Und auch liebe Grüße an Michael, der gar nicht weiß, dass ich ein Video mache. Oder vielleicht weiß das von Richard. Ist auch egal. Michael, ich mache für dich hier dieses kleine Video. Ja, vom Aussehen her sind die ganz schön. Auf jeden Fall. Erinnert natürlich direkt an die Powerball. Die haben hier oben einfach einen Vortex drauf gesteckt quasi. Sieht ganz schön aus. Ist so ein bisschen... wie als hätte da jemand drüber gesprayt. Ich habe halt natürlich keine Ahnung, wie die das machen. Schwarz-Weiß gibt es in mehreren Farben, von unten auch nochmal. Ich kann euch mal den Durchmesser sagen, den interessieren ja auch viele Leute. Der Durchmesser, ihr seht es hier ganz gut, wie ich das hier messe, ist 7,5 cm. Also ein relativ großer Kopf und der ist auch ziemlich tief, wenn ich meinen Finger reinstecke. Ihr seht, also fast eine Fingerkuppe verschwindet da drin. Ja, den Kopf gibt es in mehreren Farben. Ich blende ihn euch mal ein. Kostet die zwei Special Editions, nämlich der Baby Blue und der Daddy Cool. Das wäre jetzt, glaube ich, ein Daddy Cool. Lustige Namen, ist auf jeden Fall ganz cool. 14 Euro und die normalen Schwarz und Gold ist das, glaube ich, oder wie heißt das hier im Shop? Sand, Iron Sand und Night Blue gibt es für 13 Euro, also 1 Euro weniger. Nee, ich sehe gerade, der Iron Sand kostet auch 14. Also 13 bis 14 Euro gibt es natürlich in ganz, ganz vielen Shops. Der Hersteller ist smoking-shisha.de. Ich blende es euch einfach mal ein. Und wir wollen uns diesen Kopf mal anschauen. Und dazu werde ich mir jetzt gleich ein schönes Köpfchen bauen. Noch gar nicht entschieden, was ich rauche. Aber das wird nicht so schwer fallen. Wo ist denn meine Tabakkiste? Ja, ich melde mich gleich wieder, wenn ich mich entschieden habe, was ich rauche. So, ja, so schnell geht das. Die Entscheidung fiel auf die neue Bisonsorte Red Fusion. Wenn der Autofokus mal wieder nicht funktioniert, doch, so sieht man es. Ja, ist ein sehr nettes Ding, werde ich euch natürlich auch noch vorstellen. Von Bison, die Sorte Red Fusion. Hier ist der Zipper, ist schon ein bisschen leer. Ich habe schon viel geraucht davon. Die neuen Bisonsorten sind sehr schön. Solltet ihr mal probieren. Ich stelle sie auch noch vor in den nächsten Videos. Außerdem kommt ja noch, darüber reden wir später. Ja, jetzt zum Kopf. Der Kopf ist, wie gesagt, relativ groß vom Durchmesser her und halt auch relativ tief. Relativ tief, das ist immer so schön. Von der Verarbeitung hat man es ja, denke ich, mal gesehen. Da bekommt man einfach für die 13 Euro immer viel geboten von Sapphire. Es ist natürlich deutsche Handarbeit. Es ist eigentlich wunderbar. Da kann man gar nichts aussetzen. Also an der Qualität hat es denen noch nie gemangelt. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Köpfe. Dadurch, dass der Kopf so groß ist, muss man ein bisschen schauen wegen der Hitze. Also ich habe die ersten Male, wo ich geraucht habe, immer so ein bisschen wenig Hitze gehabt und die ganze Zeit mit Windschutz rauchen ist ja auch nicht so wirklich sinnvoll. Also irgendwie hat mich das dann auch gestört. Man muss ein bisschen an der Lochung arbeiten. Schaut euch mal an, was ich hier gemacht habe. Das sind jetzt drei normale Lagen und ich weiß nicht, ob man das gescheit sieht. Ja, so sieht man es genau. Ich habe eine mittige Rundlochung, ihr seht ganz gut, ich habe hier ein bisschen Platz freigelassen und natürlich über dem Loch, über den drei Löchern von der Vortex ein bisschen Platz freigelassen. Nicht zu weit am Rand, kann man ja auch gar nicht wirklich, weil ja auch hier der Rand so ein paar Millimeter dick ist. Also eine mittige Rundlochung und natürlich nicht zu viele Löcher. Wenn man zu viele Löcher macht, dann geht zu viel Falschluft in den Kopf und dann ist es einfach viel zu kühl. Also da ist einfach dann viel zu wenig Hitze da. Deswegen nicht zu viele Löcher. Und dann sollte das eigentlich laufen. Ja, ich rauche wie immer mit meiner Kalima Moon Pier, die ich euch auch im nächsten Video vorstellen werde. Also es geht jetzt wirklich im nächsten Video um die neuen Bisonsorten. Dann machen wir noch ein schönes Gewinnspiel zu den neuen Bisonsorten. Und auf jeden Fall auch um diese wunderbare, tolle Kalima Moon Pfeife, die ich euch auf jeden Fall auch noch vorstellen werde. Vielleicht sogar mit modifiziertem Kohleteller bis dahin. Mal schauen. So. Ja, die Kohle ist wie immer fertig. Mal wieder top geplant. Nee, leider nicht. Ich war diesmal ein bisschen zu früh fertig, aber kann man nichts machen. Hält die Kohle auch noch durch, denke ich. Wie gesagt, mir ist aufgefallen, also mit Kukubrikos, mit drei ganzen Kukubrikos, muss man da teilweise wirklich ein bisschen lange anrauchen. Vier Stück sind eigentlich optimaler. Ich würde generell empfehlen, den Kopf mit vier Kohlen zu rauchen, beziehungsweise vielleicht mit zwei kompletten Kukubrikos und dann ein Kukubriko teilen.
dass man halt vier Hälften hat. Ähnlich ist es mit Bambucha. Wenn ihr drei ganze Bambuchas nehmt und davon zwei ganz auf den Kopf legt und eine in der Mitte teilt, habt ihr vier Hitzequellen und die sind bei so einem Kopf schon empfehlenswert in meinen Augen. Wenn es dann wieder heißt, es raucht nicht, Janik, was mache ich denn falsch? Ja, dann versucht es mal mit ein bisschen mehr Stoff, weil der Kopf relativ tief ist. Da haben wir es schon wieder. Ja, also ich bin jetzt noch am Anrauchen. Also ich hatte ja nochmal mit Richard gesprochen, also mit Killer Tofu. Und der meinte, ja, das kannst du mit drei Kohlen rauchen, das passt alles. Und ich habe das einfach nicht hinbekommen. Ganz ehrlich, ich habe die letzten Köpfe immer geraucht und da ging einfach nichts. Es hat einfach nicht genügend Hitze bekommen und ich will auch nicht die ganze Zeit mit Windschutz rauchen. Deswegen, da bin ich echt kein Fan von. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, teilt eine Kohle noch und dann habt ihr vier Hitzequellen für den Kopf, weil der eben doch relativ tief ist. Relativ tief, wie immer. Und dann passt das auf jeden Fall auch. Weil ihr seht, ich rauche jetzt schon die ganze Zeit an, habe jetzt mal den Windschutz runtergetan. Zu wenig Hitze. Ja, ihr merkt. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, einfach gerade eine Kohle teilen oder wenn ihr eh mit anderer Kohle raucht, ein bisschen mehr drauflegen. Vier Hitzequellen sind bei dem Kopf auf jeden Fall besser. Vielleicht geht es ja auch nur mir so. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich bin nicht perfekt. Aber bei mir, ich brauche vier Hitzequellen für diesen wunderbaren Kopf. Aber insgesamt gefällt er mir doch ganz gut. Man kann halt damit echt lange rauchen. In meinen Augen nimmt er zwar ein bisschen mehr Tabak, also wirklich so um die 8 bis 10 Gramm, sag ich mal. Aber dafür kann man halt auch ordentlich lange rauchen. 1,5 Stunden ist das schon drin mit 4 Kohlen. Das geht auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt 4 Kohlen drauf. Ja, seht ihr, ist egal. Ja, und ihr seht, mit 4 Kohlen, wunderbar. Also einfach zwei ganze Kubrikos und eine in der Hälfte teilen. Und ich denke, bei Bambuchas gibt sich das auch nicht so viel. Da solltet ihr auch 4 Hitzequellen am besten haben. Das gibt sich doch am besten. Ansonsten ist der Kopf sehr gut. In meinen Augen verbraucht er ein bisschen mehr Tabak. Dafür kann man auch wirklich deutlich länger rauchen. Die Hitzeverteilung von dem Ton ist auch auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das passt alles mit drei Lagen Alu und einer Rundlochung, die ein bisschen in die Mitte hin orientiert ist, aber trotzdem in der Mitte freigelassen. Am Rand ein bisschen weniger. Ich habe es euch vorhin gezeigt. Nicht zu viele Löcher, wie gesagt. Wobei bei 4 Kohlen macht das eigentlich nicht so viel. Und dann läuft das Ganze auch. Ja, es geht doch nichts über einen schönen Vortex-Kopf. Ich bin ja Fan von Vortex-Köpfen auf jeden Fall. Bin da ganz froh, dass Sapphire jetzt auch mal einen Vortex-Kopf gebracht hat. Auf jeden Fall nettes Ding. Wie gesagt, von der Verarbeitung sehr, sehr schön. Gefällt mir ganz gut. Und kann durchaus mit allen gängigen Vortex-Köpfen auf dem Markt mithalten. Für 13 Euro bekommt man da auf jeden Fall sehr, sehr viel geboten. Ja, ich bin raus. Das war's. Soweit von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen fertig rauchen. Und dann später auch weggehen. Hab später noch ein kleines Treffen mit einem Kollegen. Und ja, natürlich gibt es in den nächsten Tagen noch ein paar Videos. Ich halte mich ran für euch. Ich bin leider nicht an meinem kompletten neuen Rechner. Da habe ich jetzt einen neuen CPU bestellt, aber dazu auch nochmal mehr, wenn ich fertig bin. Wie gesagt, schaut mal vorbei für 13 Euro der Sapphire 5.0 Vortex auf smoking-shisha.de. Viele Grüße an Michael, den Hersteller, und viele Grüße an Richard. Haut rein, macht's gut. Tschüss.